Willkommen zurück zu Obscure. Yay. Das immer nun. Lief ganz gut das letzte Mal. Wir sind ausgebrochen. Wir sind in dem Schüler-Dingsbums-Zentrum. Und gucken uns da weiter um, ne? Würde ich auch mal sagen. Ich finde hier diese Tür sehr interessant. Okay. Ladies first? Nein, anscheinend nicht. Jo. Und die da? Ach nee, die ist durch diese Ranke versperrt. Ach nee, das ist gar keine Tür. Das ist ein Schrank. Die ist auch abgeschlossen. Ist hier noch irgendwas? Boing. Nee, er hat schon gemeint. Was steht da? Willkommen im Jahr 1969? Alter. Nicht schlecht. Okay. Hätte man mal erneuern können, ne? Ja. So, wer ist hier? Who's there? Ich höre was, ich sehe was. Angst. Nein! Ah. Scheiße. Ah, vor dir. Ich will den Typ vor dir killen. Nein. Ich kann den nicht killen. Nein. Jetzt habe ich ihn. Ich will sterben. Nee, dir geht's doch gut. Wir haben es geschafft. Oh, du klingst aber böse. Ja. Heil dich. Ich habe befürchtet, dass das eventuell sogar schief gehen könnte. Ich werde mir mal so ein Köfferchen gönnen. Ja, mehr ist wirklich genug. Ach, tut das gut. Das tut gut, das glaube ich aber tut auch. Tut das gut. Jo, jetzt ist auch wieder. Das gut. Ist wirklich eine Vollheilung. Also ich frage mich, wofür wir da Shannon brauchen, wenn das eh eine Vollheilung ist. Wofür wir was brauchen? Shannon? Sie heißt doch Shannon, oder? Ach, Shannon? Ja. Ich würde diesen Vorhang nicht anheben. Hier bin ich von Kakerlaken. Oh, ja, das ja, sieht man schon. Überall sind diese Mistviechers. Ja, gibt's denn hier noch was zu holen? Das wäre ganz nett, weil bisher nur Verluste gemacht. Im wahrsten Sinne. Ah, hier? Da habe ich doch was gesehen. Ja. Ah, noch eine Leuchtgranate. Ah, ja. Schön, dass du jetzt auch eine hast. Ja. Muni! 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 Ach ja, genau, nachladen. Solltest war du auch. War, das war ein Ding. Das war ein Körperchen, das war gar keine Muni. Oh, ist die Schabe groß, mir wird gleich schlecht. Was? Da war eine Riesenschabe. Auf dem Boden. Mir ist jetzt schlecht. Na toll. Ich alleine weiterspielen. Okay, shit. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, gut, ein bisschen enttäuschend. Aber gut, die Leuchtkanne, die geht bestimmt ab. Die was? Ach so. Ja, aber man kann sie halt auch nicht benutzen. Also bisher konnten wir sie nicht benutzen. Als ich sie letztens mir nochmal angucken wollte. Warte, wenn ich jetzt hier nochmal schaue. Sie müsste auf der rechten Seite sein, ne? Ja, ist er auch, ne? Geben, ich kann sie geben oder untersuchen, aber benutzen können wir sie noch nicht. Also irgendwo muss die noch zum Einsatz. Ah, nee, jetzt hast du es in der Hand. Also jetzt könntest du theoretisch schmeißen, aber das solltest du nicht tun. Ich weiß ja nicht. Ach so! Ah, jo, ich könnte sie natürlich jetzt vielleicht mit der... So wie du zielst, wirst du wahrscheinlich werfen, aber das tun wir jetzt besser nicht. Das machen wir am besten bei einer riesigen Ansammlung von Gegnern mal. Gut, oder bei einem Boss. Ja, ich würde sagen, fertig. Ja. Da müssen wir jetzt hoch, weil wir haben ja hier noch die erste Etage. Aha. Also ist denn da ausgerechnet schon Frage? Ach so, das ist bestimmt vom Dings das Büro, wo wir eigentlich suchen sollen, ja. Da gehen wir zuletzt hin. Okay. Ist hier irgendwas? Wenn da jetzt noch was rumfliegt? Nö. Okay. Und wir brauchen unbedingt noch einen Zahlencode. Da müssen wir auch ein bisschen Augen offen halten. Wir brauchen ein Gegenmittel. Mir geht's gar nicht gut. Ja, die geht's nicht gut. Ich schon kapiert. Okay, hier ist nichts drin. Da können wir reingehen. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir sowieso als allerletztes hin in den Raum. Das Schloss sollte kein Problem sein. Ja, dann viel Spaß. Okay. Pass auf. Ja, genau, gib mir Deckung. Boost. Genau. Boost. Boost ist toll, ne? Hast du es geschafft? Yeah. Yay. Okay. Ich höre was. Aber sie zielen nicht. Das klingt seltsam hier. Es kommt. Da ist Grütze. Grütze! Oh, gleich zwei! Nein, töte mich nicht! Oh, verdammt! Töte mich nicht! Töte mich nicht! Musst du killen? Okay. Gut. Wenn wir gleich checken, wie wir ausschauen. Geil! Oh, Ast rein. Das war zwar knapp, aber sie haben nicht getroffen. Dann nochmal. Ja, hier, genau. Okay. Sehr gut. Hat noch jemand hier drin? Verdorbene Schüler. Yay, ein Arztkoffer. Ja. Yeah. Ist nix. Okay, frag ihn mal. Hier ist noch was. Hier ist noch was, meint er. Okay. Irgendwas ist noch hier. Wir wissen noch nicht wo. Ja. Ah, in dem Koffer da. Muni für die Schrottflinte. Sehr gut. Hier gibt's nichts mehr von. Und das war's. Okay. Gut. Der hat sich gelohnt, der Raum. Ja, oder? Juhu! Dann weiter! Wollen wir speichern? Von mir aus, wir haben so viel gespeichert, das kann eigentlich nicht so verkehrt sein. Genau. Da immer mal wieder zwischendurch.
Haben wir gesagt, solange wir im zweistelligen Bereich sind, ne, sollten wir uns keine Sorgen machen. Genau. So. Fertig. Wir brauchen auch immer wieder welche auf, also ich denke auch, dass das... Da ist schon wieder eine. Gut. Sehr gut. Ach, sind die nett. Da ist auch noch nichts mehr drin. Da haben wir schon gecheckt. Den Feuerlöscher wollen wir nicht. Oh, da ist ja noch Schrotflinte Muni. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich gar nicht gesehen. Einfach mal gedrückt. Ja, das macht Sinn. Die Tür ist scheinbar abgeschlossen. Okay. Gut. Oh, oh. Keine Angst. Oh, das ist nicht sehr stabil. Sie ist sehr stabil? Okay. Nicht sehr stabil, stand da. Nicht sehr stabil. Okay, du gehst drüber. Geh du mal rüber und ich guck, was passiert. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Du bist leichter wie ich, ne? Das ist nicht sehr stabil, oder? Ist schwierig. Ich meine, das kann nicht. Oh Gott, das knatzt aber böse. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich durch wollen. Vielleicht dürfen wir nur drüber gehen. Vielleicht. Gedrückt halten, ne? Achso, genau, ja. Auch nicht, okay. Vielleicht sollte immer nur einer drüber laufen, nicht wir beide gleichzeitig. Jo, wir müssen halt jetzt irgendwie ans Ende. Ja, also geh du mal vor. Ich warte hier. Okay. Warte mal. Ah, nicht durch die, über die Risse. Vielleicht mal gucken, wo keine Risse sind. Weiß ja nicht. Warte mal, ich will was sehen. Okay. Ich hab Angst. Kabusch! Hey, was ist das? Schön, dass die Tiefe haben wir nicht gesehen, wie schön du zusammengezuckt bist. Okay. Wer ist hier? Oh je, oh je. Dem geht das lieb, dem machen wir nichts. Noch nicht. Denk dran, du warst auch mal ein Zombie ganz am Anfang. Jo! Die habe ich auch geholfen, ja. Ja, wir sind jetzt in diesem lustigen Räumchen. Warte mal, ich guck, bevor wir mit dem Zombie reden, gehen wir erstmal hier nach. Lololo, das ist nur ein Zombie da, wo das sitzt, ist doch egal. Es gibt kein Wasser. Aha. Was war das? Ich glaube. Oh, da ist noch einer. Oder ist das der gleiche? Nee, das ist jemand anders. Soll ich ihn erschießen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich werde bitte mit dem irgendwie interagieren. Ja, interagier mal mit dem Zombie. Lalala. Dürfte kein Problem für mich sein. Was? Sollte kein Problem für mich sein. Was machst du da? Achso. Bin einfach cool. Also ich würde ja jetzt gerne hier draufschlagen, damit er vielleicht verbrennt, aber dann verbrennt vielleicht auch ich. Ich weiß nicht. Aber es ist ja noch draußen dunkel, also kann ja im Grunde nichts passieren. Was war das? Ich weiß nicht. Okay, Munition war da drin und sonst scheint hier aber auch nicht viel zu sein. Probier mal da was zu machen. Warte mal. Willst du das jetzt wirklich riskieren? Ja. Nee, das geht eh nicht, okay. Dachte ich mir schon, dann würde ich wieder wechseln. Aber wir können auch nichts mit dem machen, ne? Nein, nein, nein. Nein, 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 sagt er, wenn ich drauf ziele. Ach, ich weiß nicht, die verwandeln sich. Das tut so weh. Nee, das ist, weil ich ihn angesprochen habe, nicht wegen Ziel. Okay. Das mit dir ansprechen. Na gut, lass mal sie mal, aber die werden uns bestimmt später, früher oder später fressen wollen. Naja. Frag ihn mal, ob es hier was gibt. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Wahrscheinlich beim anderen Zombie. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier in dem Raum noch nicht geguckt, ob wir so einen Energy Drink zum Beispiel. Sehr gut. Hier ist nix. Jo, das war jetzt. So, das ist der nächste Freund. Hi. Aber. Gibt's jetzt noch was? Hier gibt's nichts mehr für uns. Können wir wohl da durch, ja? Ne, warte mal. Da geht's ja weiter. Und wir waren. Doch, wir waren überall. Ja. Dann können wir da durch, wo wir hin müssen. Komm mal erst. Was ist das? Speichern. Siehst du, das war ein Hinweis. Ja, ja, eindeutig. Rauchkanal. Wieder der Rauchkanal. Ne? Wer weiß, wofür wir den noch brauchen. Ja, wahrscheinlich, um zu fliehen. Okay, also das hier müsste ja wohl das Zimmer von dem Muni sein. Mhm. Das heißt, hier müsste noch irgendwelche Infos für uns. Ja, irgendwas Wichtiges. Platten, Poster. Kann ja nicht alles gewesen sein hier. Scheint was so, es gibt's doch nicht. Sind wir wirklich in dem Raum, wo wir hin müssen? Ja. Ja, angeblich schon. Irgendwas gibt's hier garantiert. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Aber er meint, hier ist nichts mehr. Kann ja wohl nicht sein. Wetten, wenn wir jetzt rausgehen, dann. Ja, bestimmt. Dann geht die Party ab. Oh oh. Kann nichts dagegen tun. Oh oh. Siehst du das? Was? Hier haben sich gerade die
Achso, okay, das ist gegen den Wind oder so. Ja. Weil die gerade zugegangen sind. Ich habe gedacht, jetzt passiert irgendwas. Achso. Nee, gut, wir müssen gehen. Also, ich denke mal, es passiert was, wenn wir jetzt rausgehen. Oh, wird können uns wir nicht gleich speichern? Der Typ zu unserer Rechten wird uns fressen. Garantiert. Okay, er tut uns nichts. Ja, aber was nu? Ja, ich habe auch echt gedacht. Also erstens mal sind da Fragezeichen auf der Karte, also irgendwas muss ja hier sein. Gehen wir nochmal zu dem anderen Fragezeichen, also in seine Nähe. Dann vielleicht haben wir da was übersehen, aber das ist ja gleich hier. Stimmt, ne? Das könnte natürlich mit denen zu tun haben, dass deswegen. Lass mich mal. Aber ne, in die Richtung wird nicht gehen. Nee. Warte mal, was ist denn da? Was ist denn das hier? Eigentlich. Okay, ich schieb's mal an die Wand. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, weil woanders hinschieben könnte ich's nicht. Jetzt speichern wir. Huch, zu spät. Ah ne, hier kann man so umgucken, hier ist eine beruhigende Musik. Aha. Technischer Rat des Kongresses. Sehr geehrte Herren, im Anschluss an die Konferenz in Seattle, auf der Ihre Publikationen und insbesondere Ihre Schrift mit dem Titel Ewiges Leben ist möglich heftig diskutiert wurde, haben die Experten ihre Forschungsarbeiten untersucht. Es herrschte allgemein Einigkeit, dass der Einsatz ihrer Kenntnisse nicht kontrolliert werden kann und dass die ökologischen, sozialen und ethischen Folgen ihrer Entdeckungen im breiten Feld des Lebens nicht gemessen werden können. Aus diesem Grund mussten wir eine Entscheidung über die Beibehaltung oder Streichung des Forschungsbudgets treffen. Welche Sicherheitsmaßnahmen können gegen die eugenischen Versuchungen ihrer Hypothesen getroffen werden? Wir sehen uns außerstande, einen Verzicht auf die Artenvielfalt zugunsten eines künstlichen und mit Sicherheit mit einem ansteckenden Krankheit behafteten Lebens zu unterstützen. Der Betrag ihrer Arbeiten zu den Kenntnissen über einzelne Merkmale ist eine Sache. Die Abwandlung der Übertragung dieser Eigenschaften durch solch unmenschliche Mittel ist eine ganz andere. Folglich hat der Technische Rat des Kongresses in Übereinstimmung mit der Internationalen Wissenschaftlichen Kommission beschlossen, sie lebenslang aus dieser Gemeinschaft auszuschließen. Wir werden eine Anordnung über die Archivierung oder Zerstörung ihrer Forschungsunterlagen und Ergebnisse über die Verlängerung des Zelllebens erlassen. Dies bedeutet, dass sie keine Unterstützung erhalten werden. Ihre Ausrüstung und all ihre Arbeiten werden beschlagnahmt und weiterverkauft. Am 8. Oktober werden vereidigte staatliche Bevollmächtigte ihre Geschäftsräume versiegeln und leeren. Für die Leafmore High School wird eine Kommission eingesetzt, die zu entscheiden hat, ob die Schule geschlossen wird oder nicht. Hochachtungsvoll. Harte Worte, aber zu Recht. Hat nur leider nicht viel gebracht in unserer Schule. Scheinbar, ja. Mach mal genau rein. Du renn mal hier nicht so wild umher, ja? Das wollte ich nicht. Nichts Besonderes, das glaube ich nicht. Was habe ich denn da jetzt genommen? Munition? Was machst denn du da? Ich hab was gefunden. Ja, renn mal damit rum, nichts nützlich. Das ist der Tresor, von dem irgendwo auch schon mal die Rede war. Warum müssen wir den mitnehmen? Nichts Nützliches. Ich glaube nicht, dass wir den mitnehmen müssen, ich weiß nur nicht. Natürlich müssen wir den mitnehmen, sonst könnte man nicht rumtragen. Oh ne, sag mir bitte nicht, dass einer den tragen muss und der andere muss den so lange beschützen. Aber wo soll man den hintragen? Das frage ich mich gerade. Ich darf auch gerade nicht mehr an meine... Kannst du es nicht irgendwie ablegen noch? Nee. Na toll, dann speichere ich jetzt erst recht. Ich darf auch nicht mehr an mein Inventar ran irgendwie. Okay. Das speichere ich lieber. Das heißt, ich werde dich wahrscheinlich irgendwie beschützen müssen. Fertig. Na toll. Okay. Dann mache ich mal den... Kannst du mal gucken, ob noch irgendwo was rumfliegt? Hat er noch was gesagt? Hier gibt's nichts mehr für uns. Nichts mehr. Aber wohin mit dem Ding? Warte mal, die Karte... Ja, aber... Ich verstehe dieses Fragezeichen in dem einen Zimmer nicht, da war doch nichts. Naja gut, wir haben ja hier den Schrank auch zuerst nicht gefunden, da ist bestimmt auch nochmal irgendwas in der Richtung. Na gut, gehen wir nochmal hin. Ja. Mit deinem Safe, super. Jetzt kommen bestimmt die Zombies. Oh Gott, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ja. Okay, ne, die sind immer noch freundlich. Das ist gut. Boah, ey. Wenn ich nur wüsste, wohin mit dem Ding. Oder irgendjemand, der einen Safe knacken könnte, aber das macht doch keinen Sinn. Wo ist da? Schon hier
hier nochmal alles ab. Aber nee. Guck mal, hier ist ja auch wieder ein Schrank oder sowas in der Richtung. Kannst du das Ding in den Rauchkanal schmeißen? Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... tatsächlich. Vielleicht ist er jetzt offen. Vermutlich. Da unten. Wenigstens kann ich mich wieder bewegen. Ja, okay. Cool. Ach, deswegen, jetzt pass auf, jetzt ist... Genau. Ja. Das war so klar. Und jetzt ist die Musik böse. Rüste dich mit Waffen aus. Ach ja. Werden sie brauchen. Oh oh. Okay. Na dann. Gott sei Dank haben wir das noch rausgefunden. Ja. Es war so klar. Es war so klar. Hust. Okay. Der andere muss ja auch noch irgendwo sein. Hätten wir sie gleich getötet. Das war so klar. Ist die große Frage, ob das was gebracht hätte, die gleich zu töten. Ja, das stimmt. Sollen wir nochmal rübergehen? Nein, wir können einfach gehen, gucken. Warum sollten wir denen jetzt Munition verschwenden? Wir haben alles. Okay. Oh, das ist sich. Oh Gott, da knatzt der Boden wieder. Langsam laufen. Du zuerst. Hm. Meinst du wirklich? Ja. Nicht da, wo es krachig aussieht. Yay! Ich glaube, das ist bloß Panik machen, Schatz. Nee, nee, nee. Meine Nerven. Gut, jetzt müssen wir natürlich unten an den Rauchkanal. Ja, natürlich. Das war, glaube ich, am Anfang irgendwo, ne? Ja. Hier ist was, hier ist was. Ich höre es. Das war jetzt... Hier schlappt irgendwas. Ah, komm schon. Stirb doch. Stirb doch. Okay, wir haben's. Das war aber knapp. Heil dich. Ich will heilen. Oh, meine Güte. So ist's viel besser. Geht's dir besser, ja. Das war wahrscheinlich die zweite Zone. Okay. Ich zieh da vor mich hin. Wo ist denn der Rauchkanal? Ich glaube da. Bild ich mir einfach mal ein. Weißt du? Ich muss mal war der nicht im Gang? Oh Gott, nee. Ich hab Angst. Der sah ein bisschen groß aus. Das war wieder so ein Bossvieh, oder? Warte mal. Oh, shit, warte mal, hier war der Rauch. Da war der Rauchkanal, ja. Ja, genau, der ist da oben. Genau, in der Ecke. Oh. Das ist wieder so ein Riese. Warte mal, wie haben wir den gemacht? Hinlocken, dann macht er die Hand weg und dann schießen. Bist du sicher, dass das so inner war? Das sah eher so aus, als ob sich das auf uns zubewegt hat. Okay, ich muss mich auf jeden Fall erstmal umrüsten. Können Moment. Wir nicht auch mal speichern? Ja, wir werden vor dem Vieh werden wir definitiv speichern. Das fände ich ganz schlau. So, erstmal die Schotti. Okay, du hast auch die Schotti. Wir haben nachgeladen. Ja, wir haben alle nachgeladen. Ja, wir haben nicht mehr so schrecklich viel Muni für Schrupp sind, aber ich denke, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Zur Not können wir ja wieder zum anderen wechseln. Okay. Fertig. Na dann, was soll jetzt schon noch passieren? Genau. Das ist das Schöne, dass wir wenigstens speichern können. Ja. So. Los geht's. Das ist wieder so ein großer Sieg. Komm her. Ja, wir. Ja, und jetzt. Ah, ne. Shit, der hat die Hand davor. Noch nicht schießen. Jetzt? Ja. Diese Kriegsviecher gehen mir auf die Kinn. Ah, ne. Die Hand ist wieder davor. Ah, verdammt. Ich lock ihn. Bams. Und. Jetzt. Ne. Verdammt, Vieh. Jetzt. Oh. Ah, Mist, er hat schon wieder. Ich muss nachladen. Die Hand weg. Jetzt. Bams. Okay, wie sieht's aus? Naja, die andere vor. Jetzt. Nein. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Ist ja toll. Ja, der frisst Muni, der Kerl. Aber hier liegt welche. Das ist schön. Wie ist der hierher gekommen auf einmal? Was soll denn das? Der ist aus dem Safe ausgebrochen. Eine Karte des Kellers! Wuhu! Aha. Das ist der Schlüssel zum Bibliotheksbüro. Schlüssel zum Geheimbibliotheksbüro. Okay, dann wissen wir ja, wo wir hin. Es ist der 2. Dezember 1969. Mein Name ist Alan Gardner und dies ist mein Tagebuch. 26. Nun sind bereits 26 Personen aus dieser Schule verschwunden. Seltsam, dass die Polizei nie etwas darüber herausgefunden hat. Unsere Schule wurde 1902 von den Zwillingsbrüdern Herbert und Leonard Friedman gegründet. Herbert ist heute noch unser Direktor. Das würde bedeuten, dass er über 100 Jahre alt wäre. Leonard ist sein Zwillingsbruder. Ich habe gerade seine Geburtsurkunde gefunden. Wie konnten Sie so jung bleiben?
Ich fand ein Foto von einer Frau mit Herbert. Oder Leonard. Sie sieht Miss Wilson sehr ähnlich. Das Foto wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts und geht hervor, dass Miss Wilson und Leonard 1885 geheiratet haben. Leonard wurde zuletzt 1921 gesehen. Angeblich kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, aber seine Leiche wurde nie gefunden, ebenso wenig wie das Flugzeug. Ich habe einige Artikel über die Friedman-Brüder und ihre Experimente gefunden. Die Experimente waren so außergewöhnlich, dass sie weit über menschliche Moral... 1890 unternahmen sie eine Expedition nach Afrika auf der Suche nach Pflanzen mit medizinischen Eigenschaften. Sie blieben 6 Monate lang dort und brachten eine große Menge bis dato unbekannter Arten mit. Eine dieser Spezies, Mortifilia, wurde zum Schwerpunkt ihrer Forschung. Ich habe in seinem Büro schreckliche Fotos von entstellten Menschen entdeckt. Ich muss unbedingt sein Labor finden. Unter der Highschool, im Keller. Ich habe es geschafft, ihm unbemerkt durch den Garten zum Keller seines Hauses zu folgen. Ich habe das Labor durchsucht und aus Friedmans Aufzeichnungen geht hervor, dass das Anti-Alterungsserum noch nicht perfekt ist. Die Fotos der halbmenschlichen Kreaturen bezeugen die fehlgeschlagenen Versuche. Längere Sonnenlichteinwirkung führt zu Mutationen. In der Räume befindet sich eine große Tür. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ich glaube, ich weiß, wie man sie öffnet. Es gibt da einen Mechanismus aus kleinen Statuen. 3 davon habe ich in der Nähe der Bücherei gesehen und 1 in den Garten. Morgen werde ich versuchen herauszufinden, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Okay. Das klingt ja interessant. diese Statuen, die... Davon gibt es anscheinend 3. Das heißt, wir haben jetzt eine gefunden. Und den Rest sollten wir in den Büchereien finden. Okay, das Elf, ja, das war das Zeug, was wir eben aufgenommen haben. Ja. Okay, interessant. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Und hier gibt's nichts mehr zu holen. Gut. Wow, okay. Dann werde ich mal wieder die Waffe wechseln. Was ich jetzt schade fand, ist, dass gerade eben dieses Zahlenpad zu sehen war, aber irgendwie nichts. Aber ich glaube, das hat tatsächlich mit den Statuen dann zu tun. Ja, so klang das. So klang das, dass man das irgendwie rausfindet. Aber wir müssen noch 2 weitere finden. Unsere Karte gibt uns bestimmt Aufschluss, ja, darüber. Da müssen wir natürlich jetzt wieder hin, ja. Okay. Ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Da können wir uns erstmal auf uns... Wir können eigentlich uns gleich rausporten, oder? Haben wir hier noch was zu tun gehabt? Nee, warte mal. Schülerwohnheim, wollten wir nicht noch was machen hier? Nee, das war ja das war ja die Aufgabe da, sein Büro zu durchfilzen im Prinzip. Aber wir können trotzdem nochmal normal raus. Ich glaube, da haben wir uns draußen noch nicht ganz umgeguckt. Doch, wir haben alles gefilzt. Wir sind doch gleich in das Schülerwohnheim rein, meine ich, ganz am Anfang. Wir können da nochmal kurz gucken. Achso, du meinst jetzt auf dem Ding? Ja? Hier meine ich, ja. Ja, aber... Hier könnte noch was sein. Hier gibt's nichts mehr für uns. Also nicht hier draußen, aber... Also hoch. Ja, das ja vielleicht können wir zur Sporthalle. Vielleicht ist die gar nicht verschlossen. Mal gucken. Die Sporthalle, wo alles angefangen hat. Unser Abenteuer. Jo. Beziehungsweise das von Kenny. Verschlossen. Da hinten ging es ja zu diesen Gärten. Wo dann Kenny verschwunden ist. Aber das ist bestimmt auch verschlossen. Mal gucken. Naja, aber da sollten wir ja irgendwie hin. Ah ja, die Sporthalle, cool. Yay. Jetzt kannst du bestimmt Basketball spielen. Ja, wo ist er? Oh nein, der Ball hey. Ist weg. Es ist so eine Schweinerei hier, ganz ehrlich. Gönn mir nichts. Gibt's denn hier irgendwas zu holen? Hier gibt's nichts mehr für uns. Angeblich nicht, aber wir können immer in die Umkleidekabine. Ach ja, lange ist her. Damals vor 13 Parts. Geschlossen. Das ist Tigers. Der gehört jetzt auch wieder rein. Vielleicht können wir ja jetzt mit dem Zeug, was wir haben, irgendwas Geiles anstellen. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Angeblich gibt's hier nichts zu holen, aber mal schauen. Können wir uns vielleicht umziehen? Ja, genau. Kleidungsstück. Die sind nicht bei Dreadout. Ja, aber so Resident Evil-like, weißt du? So Spezialkostüme freischalten oder sowas. Das war damals zu PlayStation 2-Zeiten gang und gäbe. PlayStation 1, besser gesagt. Ja, gut, aber... Duschen. Komm, wir gehen duschen. Ja. Später gehe ich duschen. Es sind die gleichen Dialoge wie damals mit Kenny. Also, da hat sich nichts geändert. Hier gibt's nichts mehr für uns. Na gut, aber schön, dass wir mal wieder hier waren, finde ich. Ja, einfach schon allein aus nostalgischen Gründen. Genau, genau. So, auf geht's. Wir müssen uns hier um wichtige Dinge kümmern. Wir haben keine Zeit für so eine Rumblödelein. Oh, ich find's aber so schön hier. Wir können ja noch schnell, ist zu, ne? Ja, das war ja. Wir können ja noch schnell zu den Gärten gehen, aber ich denke, da kommen wir eh nicht weit. Mal schauen. Vielleicht ist das ja unser Ziel. Hm.
Noch nicht, würde ich sagen. Aber mal gucken. Die waren hier abgeschlossen. Das war so klar. Hm. Ja, dann war es das hier wohl endgültig. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das ist ein guter Abschnitt. Wir haben einiges geschafft und ein Part gibt's noch. Dann ist die Obscure-Woche auch schon wieder vorbei. mal gucken, was wir denn da oben dann erreichen werden. Bis denn. Bis bald.